Warum Papier? Warum? Also diese Frage, warum, die stelle ich mir gar nicht. Es ist einfach so. Es hätte auch Blech sein können oder Stahl oder irgendwas. Es fing irgendwann so an und eigentlich auch ganz, ganz plausibel. Dieses einfach mitnehmen, man hat locker den Skizzenblock bei sich, einen Stift und fängt an, irgendwas aufzunehmen. Und dann ja, im Laufe der Zeit zu gucken, was ist alles möglich mit dem Medium Papier. Ja, hätte ich früher auch nicht gewusst, dass ich dann plötzlich so Objekte baue oder Bücher, dass es so funktioniert. Und ich weiß auch nicht, was ich in ein paar Jahren, das entwickelt sich halt so weiter, machen werde. Aber Papier eigentlich ist tatsächlich die Grundlage für alles in diesem Arbeitsprozess, weil ich denke, auch die Ideen, das fängt halt immer an. Es beginnt immer auf dem Blatt Papier. Ich glaube, dass es so noch kein Künstler gemacht hat, sich wirklich da rein zu begeben. Mit einer kleinen Papierkiste, weil man ja auch nicht die Möglichkeit hatte, seine Sachen über Nacht mal dazulassen. Mit diesen zwei Scheren, mit ein paar Stiften, also sehr, 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 sehr beschränkt auch ist, dann da reingeht und dann soll man irgendwas machen. Ja, wo fängt man an? Vielleicht vorab muss ich sagen, dass ich sehr, sehr, sehr großen Respekt habe vor so einem Gebäude. Das ist mir auch tatsächlich etwas schwer fiel, weil ich ja sonst, weiß ich nicht, Projekte gemacht habe, städtebezogen in New York oder in Istanbul und selber dann so eingetaucht bin. Und bei dem Machen kamen dann immer Leute und haben mir zugeschaut. Dort ist es aber so, dass ich weiß, dass ich kannte das Gebäude auch ja, durch die Medien und ich habe aber gedacht, wenn ich das jetzt hier mache, muss ich irgendwie die Kurve bekommen und versuchen, dem Ganzen sehr, sehr, sehr neutral gegenüberzustehen. Das heißt, wirklich nicht mehr mit dem Gedanken, oh Gott, das ist jetzt der, ne, das ist jetzt das Regierungsviertel etc., also mit all dem drumherum und das fiel mir dann leichter. Und letztendlich war es dann, dass der ganze Bundestag und Reichstagsgebäude wie mein Atelier zu sehen. Das ganze Drum und Dran war alles in meinem Kopf und ich musste mich auch wie fast in jedem Projekt erstmal sortieren. Und so fing ich an. Das Lustige ist, also meine allererste Arbeit war tatsächlich eigentlich der Lageplan von diesen vier Häusern, von dem Reichstagsgebäude, von dem Jakob-Kaiser-Haus, von dem Marie-Lüders-Haus und Paul-Löbe-Haus. Danach war es die Uhr. Eine Uhr, die eigentlich überall zu sehen ist. Und immer, wenn die rote Lampe leuchtet, findet gerade irgendwo eine Sitzung statt. Aber am Anfang habe ich mich natürlich auch immer verlaufen. Also ich konnte dann recht schnell auch mich alleine auf den Fußmarsch begeben und habe dann auch wirklich eigentlich fast überall reingeschaut. Und dieser Unterschied auch zu anderen Projekten von mir, wenn ich sonst irgendwo in der Stadt mich hingesetzt habe und gezeichnet habe, dann hatte man gleich 1000 Köpfe, die geguckt haben, was einem ja dann auch egal ist. Aber dort, du sitzt da und
du wirst in Ruhe gelassen. Und auch gerade in der Zeit war ja auch nicht viel los, auch keine Besucher da. Aber immer mitzubekommen, irgendwo ganz rechts sieht man wieder einen Schatten. Vielleicht von einem, wie sagt man, Wachschutz oder so, die dann neugierig gucken, aber auch nicht zu nahe kommen. Das war auch eine neue Erfahrung für mich, dann vor Ort. Eigentlich für das ganze Projekt hätte ein kleiner Raum, ein kleiner Vorraum von dem Ganzen vielleicht schon genügt, weil da ja auch schon so viel zu sehen ist. Und das dann bezogen auf 4 Gebäude. Ich weiß nicht, das ist ja ein Ausmaß, was man sich nicht vorstellen kann. Ich musste mir sagen, Marion, jetzt bist du hier, jetzt fang mal an. Ich bin anfangs immer so 11 Kilometer gelaufen und war total überfordert im Kopf. Also, und dann immer die Frage, ja, was soll ich jetzt aufnehmen? Es geht alles. Oder ich stehe im Paul-Löbe-Haus und man ist so eine ganz kleine Figur. Und auch wieder die Ehrfurcht zu haben oder auch vor der Architektur oder überhaupt, wenn man da sitzt auf einem Corbusier-Sessel und dann diese Weite und das Licht, was reinfällt und wartet man einen Augenblick, es ist wie wieder ein anderer Lichteinfall. Dieses Architektonische, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Und deswegen habe ich mich erstmal so beschränkt, aber immer dieses Spiel zwischen, ja, Außenansicht, das ist dann wieder die Fassade und dann wirklich zu einem Detail zu gehen. Oder es gibt eine Arbeit, wo zum Beispiel von außen dann gerade mal so ein Bus vorbeifährt, Sightseeing. Also, und ich fand diese Sachen, diese Gegensätze total treffend, weil man ja nicht erwartet in so einem Gebäude, dass dann auch mal da Putzeimer stehen. Oder die Fluchtschilder oder die Abgeordnetenlobby, da findet ja auch dann die Ausstellung statt. Also quasi all das Kleine mit dem Großen zusammen. Und das irgendwie so weit zu überspitzen, dass ich das Gefühl habe jetzt zum Schluss, ja, dass das alles möglich war und alles irgendwie aufgenommen wurde. Meistens sage ich mir selber, ich komme hier rein ins Atelier, habe mein Arbeitsoutfit an und weiß ganz genau, was zu tun ist. Und eigentlich bin ich dann direkt so bei der Sache, dass ich also wirklich so fokussiert und konzentriert bin, dass ich alles um mich herum vergesse. Das Wichtigste ist, dass das Telefon meistens ausgestellt ist und ich mich total konzentriere. Und ja, wenn ich mit mir selber bin oder dann auch mit dem, was ich da gerade schaffe, ist es eigentlich ja immer ein ganz, ganz positives Gefühl. Es ist ja so, dass da eigentlich von Anfang bis zum Ende so wahnsinnig viele Arbeitsschritte nötig sind. Also ich bin da, ich bin vor Ort da, ich messe alles ab, ich mache mir Notizen, ich gucke mir die Auffälligkeiten raus. Da vergeht schon sehr, 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 sehr viel Zeit und dann die Frage, wie ich das
umsetzen kann. Ich fange an mit einer Vorskizze eigentlich. Also im Bundestag war es so, ich habe vor Ort meistens oder auch gerade für den HMP-10-Wagen in so einem Format gearbeitet und dann wirklich durch das Schauen immer mehr Auffälligkeiten gesehen und dann so lange daran gesessen, bis die Zeichnung fertig war. Und dann im Atelier versucht, das erstmal an einer kleinen Collage weiter auszuarbeiten. Also den Farbton, da habe ich mir dann überlegt, welche Papiere ich nehme. Und dann angefangen zu bauen. Also so, ich sehe mich dann immer so ein bisschen wie so eine Technikerin. Und dann kommen die Reifen und dann muss alles zerlegt werden. Und dann mache ich mir Notizen, weil ja dann der entscheidende Punkt ist, dass ich da auch vorhatte, gerade bei dem Wagen das 1:1 zu bauen. Ja, da muss ich zwischenzeitlich wieder im Bundestag gehen und gucke mir dann einen Reifen an. Ich gucke mir jede Schraube an, bis ich dann das Gefühl habe, jetzt ist alles da und ja. Ich fange mit den Papieren an, dann wirklich, wie auch bei all den anderen Objekten, das zu zerlegen, aus Papier auszuschneiden. Und das ist dann ein ziemlich langer Prozess. Und man sieht vielleicht meine Collage hier. Das ist jetzt mein Bücherregal. Das ist jetzt aus der Bibliothek im Marie-Lüders-Haus gezeichnet. Aber für mich ist es jetzt mehr eigentlich als eine Collage. Also ich weiß ja ganz genau auch an welchem Ort ich dann das hier gemacht habe. Und eigentlich suche ich mir die Dinge dort raus und sammle sie dann alle im Atelier. Man ist ja keine Maschine, man ist ja jetzt auch keine HMP-10, dass man sagt, ich schalte jetzt auf den Knopf und dann geht's los. Sondern man nimmt sich ja mit, und oder ich in dem Fall nehme ich mit, und dann baut sich das so auf. Bei der großen Arbeit ist es auch so, dass ich da wieder mit der Vorzeichnung auch beginne. Also erstmal gucke auf diesem Maß, wo ich was unterbringen kann, und dann entwickelt sich das. Und durch das Machen entstehen dann eigentlich immer noch mehr Ideen, weil mir ja auch wichtig ist, wie ich mit dem Vor- und Zurück arbeite. So dass ich auch im Nachhinein und wahrscheinlich auch noch in ein paar Jahren ganz genau jeden Handgriff weiß. Der HMP-10-Wagen hat mich eigentlich immer schon begleitet.
ich bin immer angekommen, Nordeingang rein, dann durch den Check durchgegangen und dann stand der so schön rechts, einmal um die Ecke nach links. Und ich habe den gesehen und habe gedacht, Mensch, das ist irgendwie ganz, ganz gut, weil man das eigentlich nicht erwartet in so einem Gebäude, dass da plötzlich auch mal so ein Wagen steht. Auch im Laufe der Zeit habe ich dann den Wagen immer an anderen Orten gefunden, auch in der Kuppel. Und es war einfach so, wie so ein Gegenüber zu haben, so was Lebendiges in der sterilen Welt, weil es ja auch in der Corona-Zeit war und ich sehr da auf mich allein gestellt war. Und für mich war das irgendwie so wie so ein Wesen. Und so ist er, glaube ich, auch rübergekommen. Ich kann mich daran erinnern, ich konnte irgendwann in der Kuppel tatsächlich auch mal mitfahren. Und das war eigentlich ein ganz schönes Erlebnis, den dann immer wieder real zu sehen. Und ich wusste, der steht aber eigentlich auch schon genauso bei mir an der Wand im Atelier. Wo ich immer dachte, ich tauche jetzt in meine Collage ein und werde dann auch Teil dessen und bewege mich in dem. Also es ist ein ganz schönes Gefühl. Das hört sich jetzt so komisch an, dass man denkt, so meine Güte, die Marion steht jetzt auf irgendwelche Wagen oder so. Aber eigentlich zu dem Ganzen ist es, war das so eine schöne runde Geschichte dann. Ich werde ja dann auch immer so in den Bann gezogen oder so. Also so wie so ein Drang, dass ich dann denke, oh ja, heute mache ich das und dann geht's da weiter. Also ich wusste immer schon meinen Weg. Anfangs habe ich ja auch gedacht, gut, es wird nur der Reichstag, ne? So, nur das Gebäude. Aber ich dachte, so wenn dann alles. Also es ist dann, glaube ich, tatsächlich etwas ausgeartet. Und ich glaube, es sind um die 106 Arbeiten entstanden. Von innen, von außen, von Objekten, von Außenfassaden. Eigentlich so ein ganzes großes Drumherum. Und ich glaube auch, viele Dinge, die man auch so nicht erwartet. Ja, das kam einfach dazu mit dem Innen, Außen, Oben, Runden, Dach. Was ist auf dem Dach, wenn ich da stehe? Panoramablick, dann ist da die Kuppel und plötzlich sehe ich da diesen HMP-10-Wagen, der an der Scheibe klebt. Von unten gesehen, plötzlich so klein. Diese Vielseitigkeit, glaube ich, braucht es auch. Braucht es auch, um letztendlich dahin zu kommen und diese ganze Spanne auch zu zeigen. Das andere hätte meinen Anspruch nicht genügt. Wenn dann alles, es muss irgendwie umgesetzt werden. Wichtig ist vielleicht auch, dass es so in dem Projekt verschiedene Ansatzweisen gibt. Es gibt dann auch wieder so die Dinge, dass ich die Zeichnung in den Vordergrund bringe, das Objekthafte oder auch die Collage, wo ich dann beides zusammen verbinde, das Spiel mit der Farbe oder aber der Architektur. Die Architektur in dem Fall hat auch eine große Rolle gespielt, weil ich einfach versucht habe, dort das Statische wie eine Architekturzeichnung rauszufiltern. Schwarz-Weiß. Auch dieser Weitblick hat mich interessiert. Also es gibt so verschiedene Panoramazeichnungen, die dann nur erahnen lassen, was sich dann noch so im Hintergrund abspielt. Das war jetzt auch über ein Jahr, wo ich jetzt intensiv daran gearbeitet habe. Eigentlich fast anderthalb Jahre mich sehr damit auseinandergesetzt habe und wirklich ein umfangreiches Werk daraus zu bekommen. Was mich auch so begeistert hat, irgendwie diese Geschwindigkeit der Aufzüge im Paul-Löbe-Haus. Man fährt super schnell hoch, ist ganz oben und hat plötzlich natürlich auch wieder einen ganz anderen Blick. Aber dann auch immer mit dem Wissen, man ist da wirklich so ein ganz, ganz kleines Teil. Und ich frage mich dann, gut, gehe ich jetzt nach rechts, gehe ich nach links? Gehe ich jetzt erstmal in eine kleine Bibliothek oder fange ich gleich mit dem Großen an?
Es muss ja auch warm werden. Also man fängt dann an oder ich fange an mit kleinen Skizzen und plötzlich ist man da drin. Mittlerweile sind dann wieder 5 oder 10 Wachschutzleute an einem vorbeigegangen, die einen in Ruhe lassen. Ich kann im Plenarsaal sitzen und alles zeichnen, was ich dort sehe. Und immer mit dem Wissen, dass sich da ja alles so abspielt, was ich aber in dem Moment dann auch ganz schnell verdränge, weil sonst könnte ich die Arbeit überhaupt gar nicht machen. Und dann der Adler. Also viele, viele Skizzen. Kleine Collage, eine große Weiß-auf-Weiß-Collage. Auch wieder überlegt, wie kann ich die plastisch darstellen? Und auch nur Weiß auf Weiß mit Graphit. Ich glaube, so eine Tiefe, ein unglaublicher Schattenwurf, je nachdem, wie das Licht fällt. Anfangs musste ich mir das immer wieder sagen, dass egal, wo ich mich aufhalte, ich mache jetzt einfach und ich mache das, was ich sehe. Also ich muss sagen, das ist ja unglaublich anstrengend auch. Das ist so wie Hochleistungssport. Es ist wirklich wie Hochleistungssport, dieses absolute Eintauchen und dieses Fokussieren. Also ich habe mich ja dann auch manchmal so zurückgezogen, wenn dann gerade die Tür offen war und bin in so einen kleinen Saal rein, in einen kleinen Konferenzraum und habe dann angefangen, nur die Mikrofone zu zeichnen und die Sessel und auch dort wieder dieses Lebendige rauszuholen, eigentlich in der Starrheit oder vom Charakter her. Wie kann ich das umsetzen? Ja, auch die Farben dort. Wo sind die Farben? So. Diese Balance immer mit den Objekten, dass diese Farben da auftauchen in dem ganzen, eigentlich komplett vollständigen, ausgearbeiteten, oder wie sagt man da, Architektur, wo alles wirklich auch steril ist und fertig ist und eigentlich so auch gar keine Lebendigkeit mehr hat. Und das dann so rauszukitzeln. Aber dann ist man da drin, dann hört man vielleicht ganz aus der Ferne mal so Schritte. Es ist ja auch ganz still. Immer wieder diese Schritte irgendwo von rechts nach links laufend. Und man ist da und man ist mit sich allein gestellt. Und nochmal dieses Gefühl wirklich, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich bin ja nicht so jemand, der sagt, gut, jetzt habe ich eine Ausstellung und danach ist es mal vorbei, sondern durchs Machen fängt die Arbeit an und durch die Arbeit kommen neue Ideen. Durch neue Ideen weiß ich, es werden wahnsinnig viel neue Arbeit noch entstehen. Dann überhaupt bei einer Arbeit zu sagen, gut, was mache ich jetzt? Soll ich in die Zeichnung gehen? Soll ich in die Farbe gehen? Selbst dort, bei jedem einzelnen Prozess, sind wieder 10 neue Ideen da. Und das ist ja auch nochmal so eine Sache, dass ich glaube, es gibt da keine Grenzen. Es gibt diesen Start, wie bei dem HMP10.
dann geht's los, dann kommt das ganze Ding ins Rollen und durch die Tage, durchs Machen entsteht immer, immer, immer mehr und es ist grenzenlos. Ja, dann kann ich mich daran erinnern, alle Objekte kriegen so eine Lebendigkeit. Ja, jetzt bin ich gerade in einer Situation, wo tatsächlich, ich weiß gar nicht, 1, 2, 3, 4, ich glaube sechs Ausstellungen parallel laufen. Tatsächlich das dann so zu handeln, da sage ich mir dann auch wieder, gut, da gibt es dann die andere Marion oder die dritte oder die vierte, die das dann noch steuert. Aber so gesehen sind das tatsächlich auch so Fulltime-Jobs, was ich mir auch früher von Anfang an nie so vorgestellt habe, was das dann bedeutet und was das für ein Ausmaß nimmt. Und das ist auch dort eigentlich kein, jetzt komme ich wieder auf den Hubwagen zurück, HMPC, kein Ausknopf gibt, sondern man ist eigentlich immer im Flow, immer on gestellt, wie Marion on, um das zu koordinieren. Die ganzen Dinge kommen ja und gehen, wie sie wollen. Ob das ein Bild ist, was hier entsteht und dann wieder rausgeht oder ob es eine Ausstellung ist. Früher war es so, da wusste man, ja, jetzt kommt dann irgendwann die Ausstellung, auf die man hinarbeitet und dann hat man mal so eine Pause. Aber die Pause bei mir gibt es eigentlich nicht. Da muss ich aber auch sagen, das kann ich ja auch steuern und ich kann aber auch nicht anders funktionieren. Also bei mir gibt es überhaupt gar keinen Stillstand. Der Adler ist dann hier, wird dann abgeholt von der Rahmung und landet dann ganz schön in der Werkstatt. Wegen einer anderen Geschichte war ich an dem Tag auch vor Ort, als der dann gerammt wurde mit Museumsglas. Das ist eigentlich dann auch immer so ein ganz schöner Moment. Also irgendwie die ganzen Abläufe. Stehen eingepackt. Ah, jawohl, der Kran, genau. Oh. Ich glaube, wir arbeiten seit 2007 zusammen. Das hat sich so entwickelt, auch mit der Technik der Einrahmung, weil man muss sich ja vorstellen, dass das so viele verschiedene Papiere sind. Die müssen atmen, die bewegen sich. Da steckt sehr viel dahinter und die wissen ganz genau, was sie da machen müssen. Nicht, dass der Adler dann noch wegfliegt. Nee, eben. Ne? Da muss man sehr aufpassen bei deinen Arbeiten. Ja, ich kann hier drücken, runterdrücken, das ist kein Problem. Okay, dann reinziehen schneller. Wir können ja auch nicht zu schwer machen. Hier ist gleich nochmal hoch. 3,9. Oh, das ist noch. 4,2. Oh, Adlerauge. Auch 4,3, okay. Also ungefähr da. Jetzt das mal unten gucken. Ist mal so. Und dann dieser Moment, wo mit weißen Handschuhen diese Collage dann eingebettet wird. Okay. Ich bin drin. Eigentlich sehe ich ja auch also das Einrahmen dann so wie ein Schutz, weil durch diese Collagen, durch diese vielen verschiedenen Papiere, die sich so in den Raum bauen, die müssen ja irgendwie geschützt werden. Und deswegen ist das eigentlich das A und O dann. Und das soll dann so aussehen, dass der Rahmen auch nicht zu sehr im Vordergrund rückt, sondern der ist eigentlich Teil des Ganzen und aber eigentlich nur zum Schutz, zur Aufbewahrung. Deswegen ist es mir auch sehr wichtig. Und das auch vorher dann immer alles ganz genau abzusprechen und ja, so weiter. Und deswegen war es anfangs sehr, sehr anstrengend, weil, wie gesagt, ich so überfordert war von allem. Aber so nach und nach
kam dann so ein bisschen immer mehr Ruhe rein, weil ich dann für mich gedacht habe, so, jetzt habe ich das gemacht und so kann man weitermachen. Ja. Ja, wir befinden uns hier in der Kunstsammlung Neubrandenburg, gerade vom Bahnhof angekommen. Das Besenbild, es ist ganz schön, ist auch so eine kleine Werkshow hier. Das ist die Vorskizze, quasi eine fertige Zeichnung in Istanbul gemacht. Und ich versuche ja immer irgendwie auch mit der Farbigkeit zu spielen, auch mit Fundstücken. Und das ist dann quasi das große Geschwisterchen, Großformat, versucht mal so in der Art was zu machen. Also jetzt in Neubrandenburg sind es insgesamt 6 Räume. Da überlege ich mir ganz genau, wo was hinkommt und auch welche Arbeiten, dass das dann auch zu den Räumlichkeiten passt. Typische Atelierszene. Tatsächlich hier sind die Fundstücke, ein paar Buntstifte, die ich mit integriert habe für die Farbigkeit. Die Arbeit ist von 2015. Ja, eine große Arbeit von New York. Eigentlich ein Detail, wo ich einfach mit der Farbe spielen wollte. Also das ist jetzt hier ein Teil von Hoteleingang am Times Square direkt. Und ja, fand das auch mal ganz, ganz gut, mit diesen Farben zu arbeiten und über die Linie einfach mal rauszugehen. Es ist immer wieder schön, die Arbeiten zu sehen, die man schon ewig nicht gesehen hat. Das ist so also ein typisches Bild hier, Cotti. Hatte ich auch schon mal woanders im Museum gezeigt. Das ist eigentlich so ein Farbklang. Und für manch einen Besucher immer wieder ein Aha-Effekt, weil die meisten davon ausgehen, dass das hier fest integriert ist und nicht unbedingt was mit Kunst zu tun haben muss, was aber auch wieder ganz schön ist. Und auch, dass ich eigentlich, egal was ich mache, dann 100% dabei bin. Dort wird jetzt auch ein Wagen gezeigt, ein roter, knallroter Wagen. Im Bundestag ist es ja quasi ein gelber. So. Ja, der Turbo 924 Porsche. So. Ganz lustig, der ist ja entstanden in Berlin. Da gab es 2 tatsächlich, die in der Kastanienallee rumfahren. Und die haben sich nur unterschieden an diesen 2 Aufklebern. Und manchmal war es ein bisschen komisch, weil ich kam damit nicht klar, bis ich dann mitbekommen habe, dass da 2 von rumfahren, weil ich ja dann auch, weiß ich nicht, einmal tatsächlich vor dem einen gesessen habe, alles abgemessen habe und wurde dann angesprochen, hey, was machen Sie denn da? Genau. Ja, das ist so 1:1 gebaut. Finde ich auch wieder einen ganz, ganz schönen Kontrast zum Porsche. Meine allerliebsten Mülltonne. Hausalarm, Brandmelder. Das ist dann eigentlich immer ganz schön, also für mich so wie so ein Endprodukt zu sehen. Ja, jetzt kommen wir in die Laundromat-Installation. Jetzt kann man sagen 2016 bis 21, weil immer wieder Neues dazugekommen ist. Es können nicht alle Waschmaschinen gezeigt werden, aber ein großer Teil. Es gibt auch Automaten. Lustig war mal eine Geschichte in Berlin. Da hatte ich da mal vom Haus am Lützowplatz eine Ausstellung in einer Räumlichkeit, direkt an der Straße alles. Und die Leute dachten wirklich, es wäre jetzt ein richtiger Waschsalon und waren dann eher so ein bisschen enttäuscht. Ein anderes Pärchen wollte unbedingt was zu trinken haben. Es war sehr spät und die dachten dann auch vom Weiten, Mensch, hier ist ja so ein Getränkeautomat noch und wollten sich dann noch ihre Limo ziehen. Das ging natürlich nicht. Was mir wichtig ist, auch gerade bei der Arbeit, dass das, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt war in den ganzen Jahren, nicht auf die Idee zu kommen, sondern mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das, glaube ich, waren so die ersten Arbeiten, wo es absolut ins Objekthafte ging. Und wichtig ist auch,
dass es ja auf dem ersten Moment alles aussieht, als wäre es so eins zu eins nachgebaut. Aber geht man näher hin, sieht man plötzlich so dieses Reliefhafte, dieses Spiel. Und ich sage ja immer so, warum mich was reizt zu machen. Aber auch hier kann ich sagen, das sind eigentlich schon so fertige Bilder. Und auch dieses Innenleben, wenn man einfach mal guckt, wie diese Ebenen so zusammenstehen und auch wieder dieses Vor und Zurück und dass es auch über den Rahmen eigentlich weitergeht, das Bild, also dass der Rahmen Teil des Objektes ist, ist bei dieser Arbeit hier ja sehr wichtig. Eigentlich das Schöne, was ja auch gerade immer so deutlich wird in den Ausstellungen, dort bekomme ich oft mit oder auch bei Eröffnungen, dass die Leute, wenn sie so ein Kunstwerk das erste Mal sehen, ein Kunstwerk zum ersten Mal gegenübertreten, so einen anderen Blick bekommen. Ja, selbst der Zigarettenautomat darf in der Installation nicht fehlen. Man sieht auch regelrecht durch den Münzeinwurf, dass das Papier dann auch ja, nochmal so Kratzer bekommt. Das ist ja auch immer so ein Aha-Denken oder jetzt auch in einer Kunstsammlung, dass da jetzt ein Laundromat steht, ein Waschsalon und diese Frage, warum im Museum und Waschsalon, das ist ja auch eigentlich widersprüchlich, aber dort wird sowas dann auch angeschaut und dann auch wirklich mit anderen Augen oder ein Brandmelder oder Feuerlöscher oder was weiß ich. Ja, hier von oben sieht es aus wie in meinem Modell. Für mich ist das wunderbar zu sehen, es gibt dann einmal das Regierungsviertel und es gibt dann aber auch Neubrandenburg. Und es gibt dann auch Nummer B und C und D und ganz egal, wo die Arbeiten sind, dass die Werke so wandern. Ganz genau. Können Sie das mal so kurz so halten, dass mir das gelungen ist? 15? Ja. Wofür steht die 15? Ich habe mich auch schon gefragt, aber. Gibt es irgendwie so von 1 bis. Wofür die 15? Das ist die rote 15, das ist meiner. Noch einer oder was geht so? Das denke ich so. Kriegt mir her. Kann ich anfangen mal? Nee, alles gut. So schwer sind sie ja nicht. Ja. Weil diese Rahmen kriegen ja auch so schnell immer irgendwie so eine Mucke rein. Wir schon mal nach oben. Ich fahre jetzt hier hinter dem Hasenkamm Kunsttransport her. Ich hoffe, dass alles getaktet ist und noch in der Zeit liegt. Und ich schätze mal, der Nordeingang wird angepeilt. Das Schöne ist ja auch jetzt lebendig live den Wagen zu sehen. Ich weiß nicht, wie oft ich da immer hin und her gelaufen bin, und weil ich habe den ja auch nachgebaut. Jetzt nicht eins zu eins, aber ich finde das irgendwie ganz schön, so eine runde Sache, dass der dann auch in der Abgeordnetenlobby zu sehen ist. Ja. Geht hier gar nicht dran. Hallo, liebe Christina. Ich wollte dir Bescheid geben. Wir sitzen im Auto und wir sind jetzt quasi schon am Bundestag.
Super, ja? Ich komme wieder rüber. Bis gleich. Gut. Ciao, ciao. Bis gleich, ciao. Ja, das Lustige ist ja auch, die ganze Ausstellung heißt ja Sightseeing. Und das Witzige ist, ist ja jetzt eigentlich auch Sightseeing hier, wo wir gerade langfahren. Also ich frage, ob es mir schwerfällt, Bilder abzugeben oder ein Kunstwerk. Ich glaube, die stellt sich auch nicht mehr, weil das Schöne ist ja, dass ich immer wieder auch darauf zurückgreifen kann, wenn es eine Ausstellung gibt, wo auch mit Leihgaben gearbeitet wird, dann ist es auch mal toll, so ein Bild nach 5 Jahren wiederzusehen oder nach 10 Jahren. Und dann muss ich auch sagen, ich hab zwar 2 große Kunstlager, aber ich hätte jetzt auch nicht den Platz, um alles selber aufzuheben. Und ich glaube, das gehört auch dazu, sich ja, den Abschluss zu finden und dann kommt was Neues und so entwickelt sich das. Die hier als Block, die verstehe ich. Mhm. Also ja. Zum Beispiel so eine Wand mit diesen Collagen, das würde ich nicht machen. Aber ich würde gern mehr zeigen, um eigentlich sozusagen dem gerecht zu werden, was du da alles beobachtet hast und wie du es verarbeitet hast. Und das kommt mir, das finde ich im Moment noch zu wenig. Aber findest du das, also das ist eigentlich frech, dass man sagt, hier kommen noch die Ordner rein. Also die sind ja alle variabel, ne? Genau. Ich finde das ganz gut, ehrlich gesagt. Und dann muss man aber im Konkreten gucken, wie die dann über der Vitrine stehen und ob das too much ist oder nicht. Na, wenn die ja so klar sind, könnte man ja auch, also die, aber enger würde ich jetzt nicht, ne? Die zusammenhängen. Also naja, ist die Frage, wir würden Mitte, oder auch. Naja, das finde ich ist dann, die müssen wir jetzt nicht. Ich würde die schon Mitte hängen, außer wir möchten hier noch was dazu hängen. Aber ich finde eben, das sind 2 Arbeiten, die brauchen ein bisschen Ruhe, ein bisschen Abstand. Das war noch so ein einzelnes. Auch was ist denn mit dem hier? Achso, das ist aber sehr ähnlich mit dem, ne? Obwohl das schon toll ist. Warum nicht, Marianne? Vielleicht. Ja, oder auch sowas präsent, dass so, man sofort genau. Sieht oder sowas dann hier auf dieser. Also, ja. Das ist nur eine Frage des Findens. Okay, super. Ja, perfekt. Ich danke dir. Ja? Danke, ciao. Ich muss mal hier dran basteln. Für das hier müssen wir noch einen Platz finden. Das passt nicht an die Seite. Genau, ist ja gesichert. Noch so negativ vorn von dem ganzen Art dran. Ich finde, die gehören nicht zusammen mit dem Regal. Das Tolle daran ist dann, dass nicht in der Halbzeit umgehängt werden muss. Mhm. Genau. Ja, und das Schöne war ja, wie gesagt, dass es eigentlich am Anfang keinen Plan gab. Es war ein Projekt für eine etwas kleinere Auftragsarbeit. Ich würde jetzt nicht einfach sagen, gut, jetzt mache ich das noch und das noch und das noch. Also es muss ja auch was passieren. Und das Schöne ist ja auch, dass sich das so aufbaut, also in all den Arbeiten.
Also jede Arbeit profitiert eigentlich von der vorherigen Arbeit. Ich lerne immer mehr dazu und so fügt sich das. Und das Pfarrerhaus ist ganz anders. Das Pfarrerhaus ist anders, aber nur von der Seite aus. Nee. Es passt doch. Weg. Tauschen wir vielleicht nochmal und fangen mit den beiden Wänden an. Maria, komm mit hierher bitte. Ja, natürlich. Weil das ist schwer. Das erscheint mir fast ein bisschen tief. Ja. Können wir nochmal hochgehen bitte ein Stück? Einmal 5 cm und einmal 10 cm nach oben. Also 1,60 Bild bitte. Ja. Das erscheint mir besser. Mhm. Nee, Moment. Könntest du es bitte noch einmal halten? Wir nehmen mal den Wert von oben. Wir gucken mal, wie viel von oben bei 1,60 Bildmitte, wie viel wir dann oben haben. Okay, 1,60 Bildmitte, für dieses das ein bisschen machen. Das gucken wir bei dem nochmal. So nah am Rand. Das ist die ganze Zeit eigentlich in dieser Ruhe ein unglaublicher Wirbelwind, den ich dann selber mache. Na, das stimmt. Ja. Ich finde es total schön, das Ganze. Aber das stimmt nicht. Aber dann stimmt das nicht. Jetzt. Ich hatte die auch mal so völlig anders aufgestellt. Der Radstand ist ein bisschen kurz. Nee, also man guckt ja eigentlich so rum. Und wenn man so das sieht, dann ist es das dritte nach rechts. Ja. Auf das machen wir mit der Fuß. Hier kommt die Ecke auch ein bisschen raus. Naja, wir machen jetzt mal den Rest. Ich kenne die Räumlichkeiten dort in- und auswendig und ob ich da bin oder hier bin, das ist alles so zu einem geworden. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Und warum ist das schön? Weil ich es geschafft habe, mich wirklich dem Ganzen neutral gegenüberzusehen. Ohne Wertung. Mehr ist es nicht. Nach deiner Skizze würde der Adler ein bisschen weiter rüber, aber der hängt eigentlich gut ab. Ich würde den nicht weiter nach genau, links. Also wenn nur einen kleinen Zacken weiter nach links, aber ansonsten... Ja. Aber das würde dann quasi bedeuten, dass man hier mehr oder weniger auf dieser Linie ist. Ja. Also das also war weil, echt... Also wir würden dieses Bild auf die zwei Paneele mittig hängen und 1,60 Bildmitte. Ja. Dieses Bild würden wir auf Kante dieses Panel hängen, also so wie es steht letztendlich. Ja. Und Mitte... Also auch auf Bildmitte. Vermittelt, ja. Also so wie es hier ist, genau. Genau, so wie es da ist. Können Sie noch ein Stück weiter nach rechts gehen? Nicht? Ja, dann. Ja. Dieses Ganze, das ist auch das, was mich interessiert. Eigentlich auch bei all dem, was ich mache, weil man denkt ja auch immer so von außen, ja, die Marion, die ist im Atelier und macht im Atelier. Aber dieses ganz andere, was
was dazu gehört, dieses Organisatorische oder auch quasi diese ganze Logistik von den ganzen Häusern. Und das sind dann nochmal so ganz, ganz andere Dimensionen, die man, wo man auch oder wo ich dann auch wirklich Ruhe bewahren muss. Parallel steuere ich ja dann auch so ein Projekt wie zum Beispiel den Katalog. Ja, für das Projekt Bundestag. Vom Hatje Kanz Verlag, ich glaube, das sind 168 Seiten oder so. Aber das eigentlich ist auch nochmal, ja, ist eigentlich eine ganz schöne Ergänzung und auch wieder ein super, super Gegensatz, dass man dann nachts, weil ich ja tagsüber oder auch im Atelier mir geschworen habe, nie meine E-Mails zu lesen, weil das würde mich total rausbringen. Und solche Projekte, Parallelprojekte entstehen dann immer nach dem Atelier. Sprich, das ist dann meistens sehr, sehr, sehr spät in der Nacht, wo ich dann die Sachen nochmal kontrolliere, durchlese und so weiter. Oder irgendwelche anderen E-Mails beantworte. Und hier, das hast du schon, ne? Ja, schon, ja. Ist okay. Ganz wichtig, Leute. Also es ist halt immer so unendlos und das eine ist fertig, dann kommt wieder das nächste und so vergehen die Tage, so vergehen die Monate und Jahre und letztendlich, was bleibt, sind die Fotos der Bilder, der Werke. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, aber vor allem liebe Frau Eichmann, Sie haben ein Jahr in der Herzkammer der Demokratie verbracht. 10 bis 15 Werke wollten Sie im Auftrag des Deutschen Bundestages schaffen. Es sind mehr als 100 daraus geworden. Sie wollten die Wirklichkeit mit all ihren Widersprüchen erspüren, sich diese fremde Welt auch künstlerisch aneignen. Es hat hier im Hause Schwierigkeiten gegeben, sie mit der Schere überhaupt hier reinzulassen. Also das haben wir aber gut gelöst. Also wer sich die Zeit nimmt, wirklich die Details dieser Arbeit auch zu sehen, der wird auch ein künstlerisches Augenzwinkern bei dem einen oder anderen Bild auch sehen. Das entscheidende Motiv, das ich irgendwann, als ich Mario Neher kennengelernt habe, verstanden habe oder meine verstanden zu haben, hängt eigentlich mit einer Lebensgeschichte zusammen, die wir auch hier in der Biografie erzählen. Weil Mario Eichmann mit ihren Eltern schon sehr, sehr früh, sehr, sehr weit um die Welt gefahren ist. Und wenn ich die Namen sage von Iran und Afghanistan und Südafrika und Namibia und allen Ländern, die dazwischen liegen, und man stellt sich ein kleines Mädchen vor, das sich diese Reise aneignet durch Zeichnen, dann versteht man sofort das Motiv. Zeichnen und die Entfremdung auflösen in etwas Vertrautes, indem man es Strich für Strich für Strich zeichnet. Und das ist hier, glaube ich, als Motiv geblieben. Ja, ich bin ein bisschen überwältigt jetzt. Liebe Christina, ganz toll, die Rede. Eigentlich wurde ja alles gesagt. Normalerweise will ich jetzt sagen, was soll ich jetzt hier überhaupt noch erzählen? Und ich fange jetzt einfach so an. Vorweg muss ich sagen, das ist ganz, ganz wichtig bei meinen Arbeiten. Das wurde aber auch schon gesagt in der Rede. Ich muss mich total frei machen von dem, was ich sehe. Ich habe keine Wertung, sonst wäre das Projekt überhaupt nicht möglich gewesen. Weil hätte ich mir immer vorgestellt, ich bin jetzt hier, ich bin in der Herzkammer, im Bundestag, im Reichstag, im Paul-Löbe-Haus, im Marie-Lüders-Haus, im Jakob-Kaiser-Haus. Wäre das für mich, hätte das auf keinen Fall geklappt. Ich hatte immer so eine kleine Kiste dabei, also wirklich klein. Kam mir dann anfangs vor wie ein kleines Mädchen, das abgesetzt wird von ihren Eltern und sitzt da und jetzt fang einfach mal an. So, und das ist jetzt dabei rausgekommen. Ich glaube, dass man als Außenstehender auch nochmal einen absolut erweiterten Zugang bekommt, was es überhaupt bedeutet, wenn man sagt, das ist jetzt der Bundestag. In meinen anderen Projekten wie New York, Tokio oder Istanbul war es mir eigentlich immer freigestellt, was ich mache. Das war jetzt hier nicht möglich, weil alles war ja schon da.
Das Umfeld macht eigentlich immer mit, beim Betrachten diesen anderen Zugang zu bekommen. Es ist genauso wichtig, den Bundesadler aufzunehmen und genauso wichtig ist es aber auch, das Verkehrsschild draußen aufzunehmen. Dieses Sehen, dieses wieder sehen lernen. Ich hoffe, Sie finden viele Dinge hier wieder und es macht Spaß, einfach zu schauen. Ja. Diese Aufmerksamkeit, die es ja dadurch hat, dass ich was ausstelle und die Leute gucken drauf oder auch nicht. Also das überlasse ich ja jedem. Jeder pickt sich da vielleicht was raus, was ihn interessiert. Und vielleicht plötzlich diese Dinge so rausfiltert. Und plötzlich Aufmerksamkeit bekommt. Das ist eigentlich ganz schön daran. Thank you.